Viel besser hätte eine Erstveranstaltung kaum laufen können. Besucher, Aussteller und Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis der ersten Retro Classics Cologne. Vom 24. bis 26. November präsentierten mehr als 480 Aussteller auf rund 60.000 Quadratmetern alles, was die Herzen von Sammlern, Liebhabern, Schraubern und Automobilbegeisterten höher schlagen lässt. Zu sehen waren seltene Vorkriegsmodelle und chromglänzende Highway-Klassiker, historische Nutzfahrzeuge und legendäre Zweiräder. Die Retro Classics steht aber nicht nur für klassische Premium-Fahrzeuge, sondern auch für die modernen Neoclassics, den zukünftigen Klassikern, wie der Aston Martin Vantage oder der Radical Le Mans. Insgesamt waren 1500 Fahrzeuge ausgestellt. Die Autostadt Köln spiegelte sich natürlich auch in vielen Themen der Aussteller wider. Die größte Fläche bei den Clubs belegten dabei der Alt-Ford Club und die Ford-Sammlung. Gezeigt wurden rund 40 Exemplare der in Deutschland unter Lizenz gebauten Ford-Modelle. Darunter mehrere Ford GT40, zwei seltene OSI-Fahrzeuge, Eifel- und Köln-Modelle, Capri und viele, viele mehr. Hochkarätige Raritäten und Einzelstücke waren ebenso zu finden wie seltene Vorkriegsmodelle aus der Kölner Umgebung, wie zum Beispiel die beiden Becker-Fahrzeuge aus Düsseldorf, ein Opel Brotlaster von 1927 oder der sehr seltene Manderbach von 1950, von dem nur noch zwei Exemplare existieren. Am Stand von Chromecars waren gleich vier echte Oldtimer-Juwelen zu finden. Eine Attraktion war das Filmfahrzeug Eleanor, der umgebaute Ford Mustang aus dem Film Gone in 60 Seconds. Gleich daneben stand das originale Brabham-Rennfahrzeug von Jochen Rindt. Das Motorsportmagazin Kürbs präsentierte an seinem Stand für Liebhaber echter Rennboliden einige echte Raritäten. Denn auch auf der Retro Classics Cologne zeigte sich deutlich das Interesse an Fahrzeugen mit echten Renngenen. So auch am Stand von Sportwagen Engel, an dem ein nur zweimal gebauter Ferrari 365 GT Nard Spider zum Verkauf angeboten wurde. Gleich daneben auch ein extrem seltener Apollo GT 5000 mit Kunststoffkarosserie. Ganz große Renngeschichte hatten die beiden Exponate am Stand der Motorworld geschrieben. Das einstige Go-Kart und der Benetton Formel 1 Rennwagen von Michael Schumacher, die zu besichtigen waren. Aber auch am Stand des GTÜ war ein extrem seltenes Fahrzeug zu bestaunen. Ein Vorkriegsmodell namens Hanko. Technisch gesehen eine Chimäre aus einem Plymouth und Chrysler, die in den 30er Jahren als deutsche Produktion deklariert wurde. Die vier Ausstellungshallen boten eine Menge zu entdecken für die zahlreichen Besucher, die an allen Messetagen die Hallen füllten. Wie bei der Mutterveranstaltung Retro Classics in Stuttgart waren auch in Köln der große Ersatzteilemarkt und die langen Reihen der Privatverkäufer ein Publikumsmagnet. Und es lohnte sich, hier einen Blick zu riskieren. Denn auch hier waren wirkliche Raritäten zu finden. Neben einigen US-Chrom-Juwelen waren es die beiden absoluten Raritäten, die die Besucher in Schwärmen brachten. Zum einen ein Fiat 1200 TV Roadster oder auch der Avenger GT12. Großer Besucherandrang herrschte auch am Samstag bei der Classic Bit Auktion.